einer Zeit der Vergessenden. Zuerst waren es nur Gerüchte, Gemurmel. Dann kam die offizielle Bestätigung. Es fing langsam an. Die Schulnoten wurden schlechter. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Es betraf die ganz jungen Menschen. Viel zu viele Menschen also, die sich plötzlich an nichts mehr erinnern konnten. Unfähig, etwas zu speichern. Kalt ist es geworden, aber konstant kalt, so um 5 Grad und immer feucht. Das ist das Schlimmste, klamme Klamotten. Als die ersten Kinder ihr Erinnerungsvermögen verloren, glaubten wir zunächst an ein pädagogisches Problem. Doch es wurden immer mehr. Es geht ihm mehr, dass sich die Krankheit unter dieser Bedingung am besten verbreiten konnte. Und dass sie durchs Wasser kam, dass sie durch die Wasserhähne in unser Leben gespült wurde. Kein Virus, kein Bakterium, etwas Unbegreifliches. Der Mantel, so nannten es alle spöttisch. Das große Schwinden. Hast du dich schon mal verlaufen? Keine Ahnung. Welcher Tag ist heute? Heute ist der 13. März. Tag oder Nacht? Es ist Wetter. Ich nenne dir jetzt 3 Wörter. Auto, Blume, Kerze. Wiederhole sie bitte. Auto, Blume, Kerze. Jetzt erzählen Sie doch mal ein bisschen. Was hat sich geändert und seit wann ist das so? Das passiert schleichend. Das macht mir Angst, seitdem ich Gegenstände an ungewöhnlichen Orten finde. Besteck im Blumenkasten zum Beispiel. Und Ihre Interessen und Neigungen haben sich verändert. Ich bin schon ziemlich verwirrt gerade. Dann lies doch mal vor, was du geschrieben hast. Sie haben eine Hose an. Gut. Hey, na? Ich hab dich ja lange nicht mehr gesehen. Was machst du hier? So schön, dich zu sehen. Also wirklich, ich bin voll überrascht hier. Na, du kennst sie nicht mehr, oder? Klar weiß ich, wer das ist. Wie heißt sie? Anneliese? Nein, Bernd. Nein. Wie heißt sie? Friederike. Bernd. Nein. Wie heißt sie? Katharina, genau. Bernd. Katha. Ja, hallo. Hi. Seit wann bist du zurück? Also, ist ja so ewig her. Ja, und woher kennst du sie jetzt? Woher kenne ich sie? Woher kenne ich sie? Die hat dich verpetzt, als du auf dem Spielplatz gekifft hast. Nee. Woher kenne ich sie? Mit ihr hast du Küssen geübt. Nee. Woher kenne ich sie? Das ist doch deine alte Freundin aus der Grundschule. Katha, weißt du noch in der Grundschule? Erinnern ist die Kunst, nicht nur festzuhalten, sondern es immer reiner auszuformen. Ein Menschleben ist kein Foto, ein Tagebucheintrag oder eine Notiz. Wieso nicht? Weil Notizen unzuverlässig sein können. Ja. Ne? Deshalb. Erinnern heißt auswählen. Sagt wer? Günther Grass. Selig sind die Vergesslichen. Denn sie werden mit ihrer Dummheit fertig. Friedrich Nietzsche. Oma Henne. Die setzen wir neben Paul hier. Nein, ich möchte nicht neben Oma Henne sitzen, die stinkt. Oma Henne stinkt doch nicht. Doch, steht hier. Sag ihr das nicht, dass sie stinkt. Okay, ich sag ihr, Oma Henne, du stinkst nicht. Nein. Dann wird sie böse. Oma Henne ist böse. Oma Henne ist total lieb, wenn du ihr nicht sagst, dass sie stinkt. Ach Lena, die Schuhe magst du doch gar nicht. Komm mal mit. Aber... Schau mal, das sind deine Lieblingsschuhe. Aber ich... Und dieses Kleid. Ich mag das Kleid nicht. Dieses Kleid, das waren immer deine Lieblingssachen, Lena. Ich mag das nicht. Das waren immer deine Lieblingssachen? Und ich zieh dir das jetzt an. Ich will das nicht anziehen. Ich mag das nicht. Ich zieh Lena das Kleid jetzt an. Ich will das nicht anziehen. Ich mag das Kleid nicht. Ich zieh Lena das Kleid jetzt an. Aber ich mag das Kleid nicht. Ich zieh Lena das Kleid an. Ich will das aber nicht anziehen. Ich mag und das Lena nicht. Ist so schön ich, in dem Kleid. Ich will das Kleid nicht anziehen. Lena ist so wunderschön. Ich will das so nicht anziehen. So wunderschön. Lena mag das Kleid. Ich mag das aber nicht. Hallo Jana, setz dich.
Frühstück ist fertig. Da ist dein Teller, dein Messer, deine Tasse, Butter, Brot, Aprikosen. Und was soll ich jetzt machen? Frühstücken, Jana, frühstücken. Aber wie? Einfach frühstücken. Messer, Tasse, Teller, Butter, Aprikosen. Was ist das? Brot. Und das? Teller. Was ist das? Tasse. Und wer bist du? Deine Mutter. Messer, Butter, Aprikosen. Und wo sind wir? In unserer Küche, Jana, in unserer Küche. Bitte frühstücken, einfach nur frühstücken. Was ist das? Brot, Teller, Tasse, Messer, Butter, Aprikosen. Teller, Tasse, Butter, Messer, Aprikosen. Aber ich hab doch keine... Frühstücken, einfach nur frühstücken, frühstücken. Und wer bin ich? Mutter, Mutter. Und hey. Man selbst hat doch eigentlich gar kein Problem damit, wenn man vergisst, wer alle anderen sind oder was mit ihnen passiert. Haben das Problem nicht eher die anderen? Wir spielen heute Memory. Pärchen suchen. Hm? So. Wir fangen klein an. Auto, Blume, Kerze. Jetzt ist Rahl dran. So, Moment. So, mein Schatz. Ich hab ein Auto. Du noch gar nicht. Ich hab ein Auto. Du suchst jetzt das Auto. Ich hab eine Kerze. Eine Kerze? Jetzt such mal schön das Pärchen mit der Kerze. Ich hab noch ein Auto. Ich hab auch ein Auto. Ein Auto, aber du suchst ja das Kerzenpärchen. Ja, ich hab ein Auto. Schatz, so. Ich mach mal immer hier wieder Ordnung. Du machst mir alles immer durcheinander. Das ich hab eine Kerze. Ich hab eine Kerze. So, Rahl, wir dürfen dich nicht mehr einladen, wenn du so weitermachst. Ich hab noch ein Auto. Lieben, sie soll glücklich sein, auch wenn sie am nächsten Tag gar nicht mehr weiß, warum sie glücklich ist. So Leute, jetzt wieder!